Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Eisbären Berlin. Endstand 3:4 nach Penaltyschießen. Beide Coaches sind nach dem Spiel bei uns für die Eisbären, Don Jackson für die Augsburger Panther, Barry Mitchell. Mr. Jackson, your statement on the game. Yeah, it was a character win by our guys. It was, we're in a tough time right now. And so, but Augsburg, you know, they work really hard. And got to give them a lot of credit for the way they played us. And they worked really hard. And they never quit. We got some breaks. And so, I give them a lot of credit for every time they play. They played very hard. Thanks, Don. Larry. Thanks, Dick. Hey, guten Abend. Leiter hat schon an Don und seine Mannschaft für die 2 Punkte. Wir haben zum zweiten Mal jetzt am Wochenende gesehen, dass wir sehr starke Special Teams haben. Wir haben von 10 Überzahlmöglichkeiten am Wochenende 5 Tore geschossen und von 16 Überzahlmöglichkeiten, ich wiederhole mich, 16 Überzahlsituationen haben alle 16 überstanden und ein Gegentor. Das ist sicherlich das Positivste vom Wochenende, was wir gerade gespielt haben. Im zweiten Drittel haben wir sehr schlechte Entscheidungen gemacht, falsche Entscheidungen gemacht mit der Scheibe auf der gegnerischen blauen Linie und eine starke Mannschaft wie die Eisbären Berlin. Wir haben eine Mannschaft dafür bestraft und das haben sie gemacht. Und gut. Penalty-Schießen, ist es eine Glückssache. Letztes Jahr haben wir genug gewonnen und Kevin Asbjerg hat die 3 Schüsse gehalten und unsere beste Spieler heute, Dan Sandros, was auch sehr positiv zu sehen war nach dem Freitagsspiel, hat einen reingelassen und dadurch eben den Zusatzpunkt verdient hat. Danke, Larry. Gibt es Fragen von den Bob, can you describe what happened in the locker room after the first period? Did you talk? Did you yell? Did you scream? Didn't you talk at all? What was going on? Yeah, there's always something to say when you're down 3-0 after the period. And the first thing we did is obviously we changed the goalie. It was the first thing. And the second thing is that we had to we tried to make an adjustment in our penalty killing. So we had to reconfirm some things that we talked about in the meetings before our last 2 games in our penalty killing adjustment. And so that was it. Larry, kannst du die Frustration der Fans verstehen? Hast du das Plakat gesehen, das in der Fankurve hing? Da stand was von Derby-Versagern. Ist es? Gut, die Fans. Zahlen wir ein, wir können sich äußern, wie sie wollen. Ich glaube, Pat Pertina hat eigentlich alles gesagt am Freitag. Die bessere Mannschaft hat verloren. Und wie gesagt, die Fans können sich äußern, wie sie wollen. Aber ich stimme Pat Pertina zu. Wir waren am Freitag die bessere Mannschaft und die 3 Punkte. Haben leider einen Weg gefunden, das Spiel zu verlieren. Ich kann die Fans verstehen. Und wie gesagt, die können sich äußern, wie sie wollen. Eins ist sicher, wir haben keinen einzigen Spieler mit Absicht verloren am Freitag. Haben wir sonst noch Fragen? Don, after tonight's game, would you play in Cologne on Tuesday? Mm-hmm. Who's going to be in net for that one? I have to make an announcement tomorrow. Okay. Yeah. Wenn sonst keine Fragen sind, bedanken wir uns bei den beiden Trainern, den Eisbären Berlin, guten nach Hauseweg, bleibt ihr hier? Wie auch immer. Wir sehen uns wieder am Freitag gegen Düsseldorf und dann eine gute Zeit im Schuss.